Sie hat keine Welpen gehabt und wird auch keine haben. Das Problem ist, dass es sich um einen sehr dringenden Bruch handelt. Hallo, ich weiß, dass viele von euch sich um Heidi sorgen und wahrscheinlich noch mehr sich um die Welpen sorgen, die angeblich zurückgelassen wurden, nachdem sie gerettet wurde. In der gestrigen Live-Sitzung habe ich erklärt, was passiert ist. Heidi war nie schwanger. Was sie hat, wird als Mama-Hyperplasie bezeichnet, was ein abnormales Wachstum ihrer Milchdrüsen ist. Das ist der Grund, warum der Notfalltierarzt, der sie in dem Dorf sah, wohin wir sie brachten, andeutete, dass sie vielleicht schwanger gewesen sei. Dann sah er etwas Blut aus ihren Teilen, ihren privaten Teilen kommen und dann sagte er, vielleicht hat sie gerade geboren. Das waren Spekulationen des Tierarztes in den ersten Sekunden, nachdem er sie sah. In dem Moment, als wir sie in unser Krankenhaus brachten und ein Echo und einen Ultraschall machten, erkannten wir, dass sie nie schwanger war. Was sie hatte, war eine Mama-Hyperplasie. Und jetzt werde ich euch mit Isidore zurücklassen, der euch erklären wird, was passiert ist. Und dann werdet ihr den Rest des Videos sehen und ihr werdet sehen können, wie es Heidi geht. Sie wird eure Hilfe brauchen. Bitte schaut es euch an. Hallo, ich habe die Kommentare zu Heidis Video gesehen und möchte sie beruhigen. Wir haben einen Ultraschall durchgeführt und konnten feststellen, dass Heidi aufgrund einer Scheinträchtigkeit an einer Mama-Hyperplasie leidet. Daher hat sie keine Welpen gehabt. Bitte, machen Sie sich keine Sorgen. Heute konzentrieren wir all unsere Bemühungen auf etwas Wichtiges, die Stabilisierung der Hüfte und die Reparatur der Acetabulum-Fraktur. Das ist im Moment das Wichtigste. Also, sie hat keine Welpen gehabt? Noch wird sie welche haben, die Leute können beruhigt sein. Sie hat etwas an ihrer Hüfte gebrochen. Glauben Sie, es könnte eine Fraktur sein? Ja. Müssen wir sie sedieren? Das müssen wir sehen. Hat sie heute Morgen etwas gegessen? Nein, wir müssen Röntgenaufnahmen machen und Blut abnehmen. Wissen Sie etwas über sie? Nur, dass sie von einem Auto angefahren wurde. Ich bemerke ein leises Murmeln während der kardialen Auskultation auf der linken Seite. Wir werden Ihren Blutdruck messen und ein kleines EKG machen, bevor wir Sie sedieren. Kennen Sie Ihr Alter nicht? Nein, wir haben sie auf der Straße gefunden. Da wir nicht wissen, ob der Unfall weitere Folgen haben könnte, werden wir alles überprüfen, wenn sie entspannt ist,
nicht während sie wach ist. Wie viel wiegt sie? 4,5 Kilo. Hier haben wir Heidis CBC. Sie hat eine leichte Anämie, einen leichten Anstieg der weißen Blutkörperchen und die Blutchemie ist alles normal. Wir müssen noch auf Blutparasiten, Leishmaniose, Anaplasmose, Herzwürmer und Ehrlichiose testen. Ehrliche. Heidi hat eine bilaterale Sacroiliacal-Dislokation auf beiden Seiten, obwohl die rechte Seite schlimmer ist. Weil die Iliumklinge vollständig geöffnet ist. Daher ist das die Seite, die wir vorrangig behandeln müssen. Wenn Sie hier sehen, die linke Seite ist praktisch gerade und die rechte ist offen. Die Iliumklinge ist leicht zu sehen, während sie normalerweise nicht vollständig sichtbar ist. Das bedeutet, dass das Ilium vom Sacrum abgetrennt ist. Dies wird als Sacroiliacal-Dislokation bezeichnet. Wir müssen sie reduzieren, also werden wir operieren müssen. Andererseits hat sie eine Acetabulum-Fraktur auf der linken Seite, was diese Gelenkinkongruenz in der Hüfte verursacht. Eine Fraktur des Schambeins und des gleichseitigen Ischiums auf derselben Seite. Wir müssen sicherstellen, dass die Blase in Ordnung ist. Das Problem ist, Gelenkfrakturen sind die dringendsten Brüche. Eine Fraktur, die eine Gelenklinie betrifft, wenn sie nicht schnell repariert wird, besteht das Risiko, dass eine zu späte Operation nicht so effektiv wäre, wie sie sein sollte. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass Sie, da Sie ein kleiner Hund von geringem Gewicht ist, immer für eine Femoarthroplastik optieren können, um die schmerzhafte Komponente zu entfernen, was das Problem endgültig lösen würde. Ich bin froh, dass die Angelegenheit geklärt ist und es keine Menschen auf der Welt gibt, die sich um diese Welpen sorgen, die es von Anfang an nie gab. Aber was wir jetzt haben, ist ein Hund mit einer gebrochenen Hüfte, der auf eine Operation wartet. Heute ist Samstag. Wir haben gerade die Metallplatte erhalten. Sie wird am Montag operiert. Wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte spenden Sie, wenn Sie können. Viele von Ihnen haben sich um diese Welpen gesorgt, bei denen nicht einmal klar war, ob sie existierten. Jetzt wissen wir, dass sie nicht existierten. Aber wir haben einen Hund, der existiert, der leidet, der sehr unwohl ist und der Ihre Hilfe braucht. Also wenn Sie das hier sehen, wenn Sie sich um die Welpen gesorgt haben, wenn Sie sogar an unserer Arbeit gezweifelt haben, bitte hören Sie auf zu leiden. Es ist nicht nötig. Es gab keine Welpen, aber Hayden braucht Ihre Hilfe. Bitte spenden Sie, wenn Sie können. Helfen Sie uns, sie zu retten. Danke.